Und nun? Ja, wo ist sie denn? Ach, sie war nirgendwo. Auch gut. Können wir uns das jetzt noch 1000 Trilliarden Mal antun, oder was hier? Ja, da sitzt sie ja auch nicht. Er trifft manchmal einfach absolut nicht. Münzen, Münzen, Münzen. So. Oh, Potter. What are you doing with me? Der reagiert manchmal gar nicht, obwohl ich die Taste drücke. Oh Mann. Frau. Das war auch gut. Oh Mann, Frau. Ja, wo bist du denn? Ich dachte, das wäre ein Kinderspiel. Ja, sie ist aber nicht da gewesen. Das gibt's doch nicht. Nee, das wollte ich nicht. Na komm, werf. Werf deinen Müll zu uns. Ich frag mich, wo du die ganzen Teile zum Werfen herkriegst. Alter, was ist das, ey? Das geht ja mal gar nicht. Ja, aber sie ist doch nicht da. Sie ist nicht da. Ah, da ist sie. Na, Gott sei Dank. Aua. Lass mich doch einfach mal Harry Potter sein. Aua. Alter, ich hasse dieses Vibe jetzt schon. So, manchmal kriegt er es einfach nicht gepeilt. Er kriegt es nicht gepeilt manchmal, nein. Werf. Wie oft muss ich das noch machen? Und wie oft muss ich noch sterben? Ich bin gerade nicht begeistert. Oh Mann. Na komm, werf nochmal. Ach, da ist sie ja schon wieder. Hast du sie jetzt ge... Nein, hast du natürlich nicht. Nein, falscher Zauber, falscher... Doch, richtiger Zauber. Das Weib macht mich verrückt. Au. Er reagiert nicht. Er reagiert einfach nicht. Frau, ich hasse dich. Du blöder Geist. Ich bleib jetzt einfach hier stehen. Na komm, werf. Werf, werf, werf. So, Zauber wechseln, Zauber wechseln. Danke. War's das jetzt? Bitte! Ron kriegt das immer ab. Ja, wir haben dich auch lieb. Oh, das ist wieder so falsch, die Geschichte. Tom, wir können nichts mehr für sie tun. Tja, Dumbledore. Ich war das nicht. Ich weiß, wer es war. Ach, ich bin jetzt in der Vergangenheit. Und ich kann in der Vergangenheit Münzen sammeln. Ja, nee, ist klar. Was machst du denn? Was? Warum? Ach so, verstehe, du machst uns das jetzt auf? Nein! Kann ich selber da drauf springen? Naja, gucken wir erstmal hier. Wir zaubern. Können wir zaubern? Ja, wir können zaubern. Ja, ist klar, in der Vergangenheit. Alles klar. Sehe ich auch so, Leute. Nein, nur Potter. Und das merkt auch keiner, dass wir das in der Vergangenheit einfach mal so tun. Nein, das merkt keiner. Mhm. Richtig. Nein, Harry. Was tust du denn?
Ach, ein Schrank. Das heißt, hier ist wieder irgendwo eine Alraune. Ich weiß nur noch nicht wo. Aber irgendwo wird eine sein. Gut. Ach, wir müssen... ja, ich hab's verstanden. Gib mir Ohrenschützer. Wir können uns aus der Vergangenheit, können wir uns grüne Ohrenschützer holen. Juhu. Die Vergangenheit hat coolere Ohrenschützer als wir. Das ist so unrealistisch wieder gemacht. Ne, dadurch, dass das gar nicht in der Geschichte so vorkam. Aber okay. Na, das konnten wir auch kaputt schreien. Wir schreien erstmal alles kaputt, was wir kaputt schreien können. Wenn wir dieses Vieh schon mal auf der Hand haben. Da auch noch was, was man kaputt schreien kann? Nein. Dann sammeln wir die Münzen ein. Na komm, beweg dich. Hier gibt es ja bestimmt noch mehr, was sich kaputt schreien lässt. Können wir dich nicht in den Kessel tun? Du wärst doch die perfekte Zutat dafür. Achso, da hinten können wir sie reintun. Aber nein, ich möchte erst noch hier gucken, was ihr hier noch so habt. Ja, Tom Riddle, warum laufen sie mir denn hinterher? Lässt sich... Ah ja, da hinten ist ja noch was, was sie kaputt schreien kann. Da auch. Mach das kaputt. So. Noch was? Ich denke fast nein. Da kommen wir bestimmt wieder nicht zurück, weil hier sind wir ja reingekommen. Aber da sind noch jede Menge Münzen. Auch schön. Tja. Wenn sich Harry mit diesem Viecher ein bisschen schneller bewegen täte, was er aber nicht tut. Naja. Egal. So, komm da rein. Einfach da rein. Tschüss. Obwohl, das sieht auch noch so aus, als könnte man es kaputt... Komm nochmal her. Ach so. Ja gut. Dann... Warum ging das jetzt kaputt? Einfach nur, weil ich sie da reingetan habe, oder was? So. Ich weiß nicht, wo wir hier was wie anfangen sollten mit der Zauberei, aber irgendwie wird es ja wohl gehen. Können wir hier was zaubern? Können wir hier was befreien? Irgendwas tun? Da oben. Ich sagte da oben, Mr. Potter. Ach, ist das wieder außerhalb deines Trefferfeldes oder was? So, manchmal verstehe ich den Potter nicht. Warum eiert das Ei hier so rum? Naja, egal. Ich glaube, das tut weh, wenn du so ein Schwert im Kopf hast. Das tut bestimmt weh. Was ist das? Habt ihr das gerade gesehen? Was? Naja, vielleicht war das einfach nur ein Teil von... dem Ritter, wollte ich gesagt haben. Können wir das jetzt machen? Nö, können wir nicht. Wir sind ja immer noch nicht Hermine. Na komm, Zauber. So. Lass mich da durch. So und so. Oh, du hast beide getroffen? Wow, ich bin ja stolz auf dich, Junge mit den grünen Ohrenschützern. So, da habe ich noch was gesehen, was wir so machen können. Ach, da ist ein Teil. Will ich aber noch nicht. Ich möchte erst den Ritter verzaubern. Wieder in den Kopf. Mann, seid ihr brutal, ey. Ich dachte, das wäre ein Kinderspiel. Schlimm, schlimm hier. So, gib mir schon mal das Teil. Dann können wir ja schon mal frohen Mutes in den Trank stopfen. Ja, tu das da rein. Potter. Soll ich jetzt zufällig da hoch? Herr Riddle, tun Sie noch mal bitte, was Sie tun müssen. Na gut, ich bin hier oben. Ist ja auch schon mal was. Was kann ich hier tun? Nur Münzen rauszaubern, schön. Nett. Ach, der springt darüber. Ich dachte nicht, dass er darüber springt. Ach, noch eine Zutat. Ja, cool. Sehr schön. Gib mir die Zutat. Ach Mist, ich wollte da noch weiter rüber.
Ah, vielleicht müssen wir da so eine Brücke bauen. Kann das eventuell sein, dass wir das tun müssen? Ja, ihr braucht euch nicht mehr damit den Teilen zu beschäftigen. Ihr dürft direkt gehen. Gib mir mein anderes Teil zurück. So. Ja, Zauber. Ah, okay. Kann ich das nicht, das dahin? Nö, er zaubert's nur dahin. Er geht doch nicht irgendwie weg. Puh, tja. Soll ich das so machen? Ich habe keine Ahnung. Aber da komme ich so doch von hier bestimmt nicht drüber. Ziehst du da dran? Nein. Und du hattest eben noch die Zutat. Die kannst du da schon mal reintun. Bevor ich es vergesse. So, Tom. Lass mich bitte nochmal hier hoch. Lass mich da hoch. Oh, Tom. Tom, mach nochmal das andere bitte auf. Mach das andere auf. Kann ich das wirklich nicht selber machen? Ich wollte nämlich gerne auf die andere Seite. Ja. Äußerst witzig. Ah, vielleicht sollte ich einfach mal auf der Mitte stehen bleiben, weil die Mitte scheint ja da zu bleiben, wo sie bleibt. Oder auch nicht. Ich will da auf die andere Seite. Oh Mann. Irgendwie fällt mir dazu gerade nichts ein. Naja. Was war da? Da war doch gerade irgendwas. Ja. Hä? Muss ich das verstehen? Ja, aber da springt er doch niemals drüber. Nee. Ja, und die Teile kriegst du doch auch nicht hier hin, oder? Nee, dann schmeißt er sie nur so wieder hin. Muss ich das verstehen? Ich verstehe es nämlich gerade absolut gar nicht. Pff, tja. Finde ich nicht gut, was ihr hier mit uns macht. Treffe ich die Ritter nicht auch von hier unten? Nö. Das ist ja fies. Kann ich wechseln? Ich kann ja sogar wechseln. Tom, kannst du hier mit was anfangen? Nein, du solltest... Nö. Tom kann damit auch nichts anfangen. Auch gut. Ich glaube, das hatten wir schon gemacht. Kann Tom was, was Harry nicht kann? Tom, bist du stark? Kannst du das vielleicht? Nein, Tom kann das auch nicht. Ach, das ist nur die Alraune. Tom. Ich bin schwer enttäuscht. Ja, wenn der da ja mal stehen bleiben würde, der... Ich will nur da auf der anderen Seite. Da kommt Harry nicht hoch. Danke. Boah, das war jetzt aber mehr als Glück. Ach, die Zutat. Ich musste hier sowieso hoch. Gut zu wissen. Oh Mann. Tom. Was hat Tom denn? Jetzt hat er sich gefreut, dass ich die Zutat habe, oder was? Tu die da rein. Was ist das jetzt für ein Trank? Vielsafttrank oder Powertrank? Ah, Powertrank. Juhu, wir sind wieder Popeye. Ah, danke schön. Vielen Dank. So.
Das dürfte ja jetzt nicht mehr so schwer sein. Ah, nee, die Teile sind falsch, glaube ich. Man muss bestimmt erst die dahin setzen. Ja, das andere Teil, da hätte ich gerne mal, dass das da irgendwie wegkommt.